Ja, moin, willkommen zurück zu Clash of Popschutz. Geh mir bitte nicht so auf die Nerven. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, willkommen zurück zu Clash of Clans. Was haben wir im letzten Part so getrieben? Wir haben die Mine gemaxt und zwar auf Level 5. Ach. Sehr schön, sehr schön. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass man sie in Rathaus Level 6 oder Meisterhütte Level 6 maxen kann. Vielleicht auch 7, aber das werden wir schon sehen. Na gut. Was macht der Clankrieg? Wir haben ja im letzten Part eine übertriebene Führung gehabt. Ich denke, das wird sich jetzt ein bisschen relativiert haben. Ich denke, dass die Gegner da rangekommen sind. Denn ich habe das ein bisschen begründet mit... Ja, die Kinder müssen schlafen. Die können kein Clash of Clans in der Nacht spielen. Sind müde. Ja, dachte ich mir. Die haben aus 13 Angriffen 10 Stände weniger als wir. Und wir haben... 9 Angriffe mehr. Also da muss auf jeden Fall mehr kommen, Fräuleins. Es sind noch 5 Stunden bis dahin. Also bitte. Reißt euch zusammen. Vielleicht mache ich es so und verbessere das Ergebnis für Adam. Gozaimasu, Anfrage Nero. Ganz ehrlich, wenn wir schon doppelte Clankriegsboni bekommen... In Form von Erfahrungspunkten und in Form von Ressourcen. Dann nehme ich das mit. Ja. Das war der Bescheid wissen. Warte mal, dieser Tu. War da nicht schon mal in einem Clan von uns drin? Ich kann mich an seinen Namen erinnern. Und der war verdammt inaktiv oder hat verdammt viel Mist gebaut. Irgendwie so. Ich kam, glaube ich, nicht positiv auf Tu zu sprechen. Naja, gut. Jawohl! Ich schwör, wenn ihr jetzt nicht reingeht, ich mach euch kaputt. Es sollten Mauerbrecher sein und keine Magier. Ich hab die falschen Truppen gespendet. Ah! Los, Magierbrüdes! Macht nun! Oh Gott, ey, 1 Millimeter von dem Tod der Magier entfernt. Guck mal. Ja, wir sind Barbarenbrüdes, wir stehen gerne nebeneinander, ja, ja, ja. Ja, wir sind Brüdes, ja. Keiner kann uns hier ärgern, jawohl. Ach, fuck, Alter. Wir wären fast an das eine Goldlager gekommen. Ja. Ja, aber wir sind immer noch Barbarenbrüder, ja, ja. Ja, die scheinen wohl relativ cool miteinander zu sein. Läuft bei ihnen. Ist auf jeden Fall gönnbar. Egal, wir haben knapp 200.000 von allen Sachen geholt. Wohl noch mehr. Jawohl. Ja. Aber ich möchte mal auf die beiden zu sprechen kommen. Ja, wir sind Barbarenbrüder, ja, ja. Ich glaube, das packe ich sogar so ins Thumbnail. Warte, ich muss aber dafür dass den richtigen Nerv finden. So. Wenn ich daran denke, wird das das Thumbnail sein. Ja, wir sind Barbarenbrüdes. Ja. Kleines Schwein. So, Feierabend. Okay, dann werden wir die Helden kurz... Wobei, ist das nötig? Ich meine, das ist da unten ein 22er gewesen, aber es ist auch ein Rathaus Level 9er, ne? Ja, wie Lauchschädelhaft ist sehr bitter aufgestellt. Das sollten wir auch ohne die Helden 100% kriegen. Ich nehme trotzdem vorsichtshalber die Bogenschützenkönigin mit. Ja. Ohne Witz. Ja.
Ja, ohne Witz! Dann gucken wir mal. Klamburg ist auf jeden Fall full, meine Fräuleins. Und ich hoffe mal... Ich habe den Wutzauber immer noch nicht mitgehört. Den Giftzauber. Habe ich nicht einen produziert? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen auf jeden Fall das Ergebnis manifestieren. Das werden wir nun tun, nun. Ja, Brutz. Also Fangs. Ah! Und jetzt macht sie dem Erdboden gleich. Tötet sie alle. Macht keine Gefangenen. Ratatatatatata. Fakt ist, ich will diesen verdammten Clankrieg gewinnen. Und dafür müssen wir halt eben dann als overpowertes Vieh solche Wege gehen. Ist mir egal. Soll auch ein Ansporn an die anderen sein, dass die auch nachträglich nochmal angreifen, ne? Und gucken, dass sie das Beste aus den Angriffen rausnehmen. Weil ich würde jetzt nämlich eine Belohnung von 1,254... Zwölf Punkte Vorsprung. Wir haben noch 5 Stunden. Ob das reicht? Puh. Das werden wir sehen. Ja, Bruder, ist ja. So, ich würde sagen, Nachtdorf, ja. Ja, aber ich habe anscheinend echt keinen Wutzauber oder keinen Giftzauber produziert. Ich dachte, ich hätte einen gemacht. Vielleicht ging der aber auch schon im letzten CK, also im letzten CK-Angriff drauf, aber das glaube ich auch nicht. Ist er etwa auf mysteriöse Art und Weise verschwunden oder bin ich einfach nur behindert? Das und vieles mehr in der nächsten Folge von X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes. Ah! Ich hoffe, wir gewinnen den Sieg. Ich hasse meine Stimme. Meine hohe Stimme, weil die nämlich so gut wie weg ist. Keine Ahnung, die ist aufgebraucht. Bin ich etwa schon im Stimmbruch? Wahrscheinlich. Das wird der Grund sein, ne? Was ist denn mit dem Zerschmetterer los? Ist der irgendwie behindert? Oder warum ist der runtergegangen und wir haben keinen Schaden kassiert? Ich weiß es nicht, aber... Naja, hier sind 2 Sterne auf jeden Fall unmöglich. Da war nichts zu machen. Na gut. Wenn das Spiel heute gönnt... können wir uns neuen Sachen im Sternlabor... widmen. Obwohl ich das übertrieben unnötig finde, aber hey. Na gut, das Spiel muss ja gönnen, ne? Also einen Sieg werden wir wohl irgendwie auf die Kette kriegen jetzt in diesen nächsten 7 Minuten, Hurensohn. Ich könnte mein Dorf auch sowieso im Bastard platzieren, aber nee.
Geh direkt an die Meisterhütte dran, du Sau. Vielen Dank. Alles eine Sache des Dorfes, weißt du? Ich meine, ich habe ja auch gerade eben schon probiert, oben an diesem Mauerkonstrukt, den... Ja. Ding ins Kirchen zu platzieren, ja? Die Kampfmaschine, aber... Naja. Wenn er dann trotzdem außen rumläuft, obwohl das überhaupt nicht sinnig ist, dann kann ich da leider auch nichts gegen machen, ne? Die Frage, ob ich da die Barbaren hätte platzieren sollen, ob ich sie da hätte hinlegen sollen, damit sie die Mauer kaputt machen. Weil die scheinen ja irgendwie dann doch nicht so dumm zu sein wie der Kampfmaschinentyp. Keine Ahnung. Und mehr ist hier leider auch nicht drin. Aber hey. So ist es halt eben gegen einen Sechser, ne? Dankeschön. Wunderbär. Wundergeil. Also hier kannst du echt nicht meckern, auch wenn die Kanone am Ende nicht gegönnt worden ist, aber hey. Ja, ne? Sechser halt. Kannst du nichts gegen machen. Da ist halt, ne? Ist halt unfair. Da ist gar nichts gegen zu machen, ne? Ist halt einfach so, ne? Aber meistert sich... Sollten wir kaputt kriegen. Ist nur die Frage, was wird uns das bringen gegen einen Sechser, ne? Am Ende hat er wieder 2 Sterne, 80% oder 100%. 3 Sterne, das ist immer das Gleiche. Das sind so richtige Vollidioten, die nichts können. Na, soll mir egal sein, ne?
Soll mich ja nicht jucken, ne? Und Feierabend. Das Spiel gönnt gerade krass, aber wir kriegen sowieso keine Belohnung mehr, also bye. Wir müssen erstmal in den Kleinen müsste auch mal verbessern, ne? Das ist ja klar. Als erstes würde ich sagen, kommt von den ganzen Truppen hier der Bomber dazu. Ja, der Bombenwerfer. Soll auch ordentlich gepusht werden, der Typ. Dass wir den vielleicht auch mal bald wieder benutzen können. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Hauen Sie rein und... ja, bye. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt vielleicht noch hier die Mauern machen können. Das hätte sogar monetär gepasst. Aber ist mir egal. Juckt mich nicht. Ja.